anderen zusammen hat er die Reformation gestaltet und hat es umgedichtet. Und das Lied heißt jetzt Selber denken. Das finde ich nämlich viel, viel besser. Jeder Mensch soll selber denken. Das ist der Bildungsansatz der Reformation. Darum hat Luther die Bibel übersetzt, damit alle verstehen, was drinsteht. Und darum hat er Schulen für alle gefordert, damit jeder Junge, jedes Mädchen, damals schon in der Reformationszeit, selber nachdenken kann, egal welcher sozialen Herkunft. Das war revolutionär. Alle sollten lesen können, damit sie auch alle mitreden können. Der kleine Mann und die kleine Frau sogar auch dürfen mitreden über religiöse Fragen. Das ist revolutionär und das führt natürlich langfristig, es dauert ein paar hundert Jahre, bis zur Demokratie, in der Menschen mitreden dürfen. Das ist mir wichtig, dass Bildung auch heute ein Schlüssel ist. Auch in unserer Gesellschaft ist die Bildungsfrage wieder relevant, weil soziale Herkunft und Bildungsabschluss unmittelbar zusammenhängen kann. Aber auch in der Religion ist es wichtig. Der Fundamentalismus greift um sich im Islam massiv, aber es gibt auch fundamentalistische Christen, Hindus und auch Juden. Ein gebildeter Glaube kann gar nicht fundamentalistisch sein, weil Fundamentalismus nicht will, dass jemand Fragen stellt oder selber denkt. Fundamentalismus sagt, glaub, was dir gesagt wird und frag nicht nach. Reformatorischer Glaube sagt, denk du nach, du darfst denken. Für mich ist das sehr schön deutlich geworden am 500 Schools Day. Es wurde ein Netzwerk gegründet in Wittenberg, das hat evangelische Schulen in der ganzen Welt, können Sie unter 500 Schools kommen, nachgucken im Internet. Da haben sich inzwischen 640 Schulen in aller Welt verbündet, evangelische Schulen, die miteinander Projekte austauschen. Ich finde das ganz toll, weil Bildung natürlich in Indien etwa oder in Indonesien für Kinder eine ganz hohe Bedeutung hat und die evangelischen Kirchen in diesen Ländern ganz stark für Bildung einstehen. Ich denke, dabei können wir sie unterstützen, aber auch in Deutschland ist religiöse Bildung wichtig, in der Schule. Und das ist ein ganz großes Anliegen, das wir weiter zu treiben haben, gerade in der Zeit, in der in Elternhäusern religiöse Bildung ganz oft überhaupt nicht mehr stattfindet. Ich komme zu einem Thema, das ich ein bisschen unterbelichtet fand, das ich aber gerne vertiefen würde, die Frauen. Die Reformationskirchen zeichnen sich heute in aller Welt dadurch aus, es zeigen Umfragen, dass Frauen alle Ämter wahrnehmen dürfen. Da wird oft gesagt inzwischen, das ist eine Anpassung an den Zeitgeist. Als ich Vorsitzende des Rates der EKD wurde, hat die russisch-orthodoxe Kirche die Beziehung zur EKD beendet, weil sie gesagt hat, wenn eine Frau Vorsitzende ist, hat diese Kirche sich dem westlichen Zeitgeist angepasst. Ich habe dann damals zurückgeschrieben an den Patriarchen, ob er das nur gelesen hat, den Brief von der Frau weiß ich nicht, aber ich habe geschrieben jedenfalls, dass es keine Anpassung an den Zeitgeist ist, sondern Luthers Tauftheologie. Luther hat geschrieben, jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Das heißt, hat 450 Jahre gedauert, bis wir das gemerkt haben, aber Frauen sind auch getauft. Das ist kirchengeschichtlich gar nicht so lange. Und deshalb können Frauen auch alle diese Ämter wahrnehmen. Und deshalb ist es in unserer Kirche auch so, dass wenn ein Pfarrer nicht anwesend ist, auch ein Gemeindemitglied taufen kann. Es gibt bei uns diese Nottaufen, in dem Fall, dass kein anderer anwesend ist. Und wir können delegieren, dass auch das Abendmahl beispielsweise mit ausgeteilt wird von Menschen, die nicht ordiniert sind. Das heißt, das ist eine Aufwertung derer, die in der Kirche Dienst tun und dass alle diesen Dienst tun können. Das ist mit einem Amtsverständnis des römischen Katholizismus überhaupt nicht vereinbar, wo die Priester einen Weihestatus haben oder auch in der Orthodoxie und dann, dass nur der geweihte Priester wirklich auch die Sakramente austeilen kann. Ich denke, dass die Evangelischen das ernster nehmen sollten. Das ist ein Kennzeichen geworden unserer Kirche, dass Frauen diese Ämter alle wahrnehmen können. Und es hat die Reformation ja das Leben, auch das Frauenleben, aufgewertet. Also ich weiß immer, da gibt es Sprüche von Luther gegen Frauen, vor allen Dingen in seinen Tischreden. Aber da muss ich ehrlich sagen, wenn man manche Tischreden von Männern heute alle zitieren würde, das wäre auch nicht so viel besser, muss man ja sagen. Also ich sehe das Luther nach. Aber was er getan hat, ist Mädchenbildung, haben wir eben schon gehört, Mädchen dürfen zur Schule gehen. Und er sagt, nicht das zölibatäre Leben ist das gute Leben vor Gott, sondern das Leben da draußen, mitten in der Welt. Und dazu gehört auch Sexualität. Bis dahin konnte eine Frau eigentlich nur direkt in den Himmel kommen, wobei diskutiert wurde im Mittelalter, ob Frauen überhaupt eine Seele haben. Ja, das wurde diskutiert. Wenn sie zölibatär, keusch, rein, wie sie es lebte. Und Luther sagt nun, nein. Das Schwangerwerden, das Gebären, das Kindererziehen, das ist gutes Leben vor Gott. Damit hat er Frauenleben auch aufgewertet
Und beispielsweise in den ersten Kirchenordnungen wurden Hebammen zu Kirchendienerinnen erklärt. Das war jetzt alles nicht mehr unrein in der Welt, übrigens auch das Handwerk, der Beruf nicht, sondern es ist jetzt gutes Leben vor Gott. Und ich finde, das sollten wir stark machen, was es bedeutet, dass das Leben in der Welt, dass das gutes Leben vor Gott ist. Dass wir nicht immer sagen, es ist irgendwas Heiliges weg von der Welt. Ganz oft lassen sich die Kirchen das auch wegdrängen aus der Welt. Wir sollen in die kirchlichen Nischen gehen. Nein, da in der Welt verantwortet sich die Christin und der Christ. Dabei konnte Luther sehr modern sein. Ich habe noch ein so ein schönes Luther-Zitat, das ich ihm mitgeben möchte, weil er sich einer hochaktuellen Frage stellen soll, ob ein Mann sich lächerlich macht, wenn er Windeln wäscht. Das ist eines meiner Lieblingszitate von Luther. Er antwortet darauf wie folgt, ich zitiere Luther. Wenn nun ein Mann hergehe und wüsche Windeln oder täte sonst an Kindern ein so verachtet Werk, und jedermann spottete seiner und hielte ihn für einen Maulaffen oder gar Frauenmann, obwohl er es doch in christlichem Glauben täte. Lieber sage du mir, wer spottet hier des anderen am feinsten? Gott lacht doch mit allen Engeln und Kreaturen, nicht weil der Mann die Windel wäscht, sondern weil er es im Glauben tut. Die Spötter, die nur das Werk sehen und nicht den Glauben, derer spottet Gott als der größten Narren auf Erden. Ja, sie spotten ihrer selbst und sind des Teufels Maulaffen mit ihrer Klugheit. Zitat Ende. Das ist doch sehr schön ausgedrückt. Es geht darum, dass das, was ich tue, ich in Verantwortung vor Gott im Glauben tue. Und da hat jeder Mensch eine Gabe, eine Aufgabe, eine Berufung, einen Beruf, sagt Luther. Und das ist was, was wir heute auch weiterzugeben haben. Ganz egal, was du tust. Tu es da draußen in der Welt in Verantwortung vor Gott. Ob du jetzt in der Politik bist oder an der Kasse sitzt bei DM, tu deinen Dienst in der Gesellschaft in Verantwortung vor Gott. Das ist eine Aufwertung des Lebens im Alltag der Welt, und zwar von Männern und Frauen. Ein Thema noch, das wir mitnehmen aus Wittenberg, denke ich, aus diesem Jahr. Es ist das erste Jubiläumsjahr gewesen nach dem Holocaust. Und ich muss sagen, dass das Versagen der Christen gegenüber den Juden in der Zeit des Nationalsozialismus ja auch eine Lerngeschichte eingeleitet hat. Wir mussten bitter lernen, tat mir auch weh persönlich, dass Luther Anti-Judaist war. Er hat 1543 eine schreckliche Schrift gegen die Juden geschrieben. Er hat gesagt, dass sie Lügen verbreiten, man soll ihre Häuser zerbrechen, mit Feuer anstecken und die Juden wie die Zigeuner in einen Stall tun, den Rabbinern solle man verbieten zu unterrichten. Das tut weh, uns ist schwer. Wir haben uns als EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, 2015 endlich offiziell von diesen Judenschriften distanziert. Jetzt ist eine große Diskussion, die weiter angebrochen ist. Wie gehen wir mit dem Erbe um? Morgen gibt es eine große Demonstration in Wittenberg. Micha Rumlik wird die anführen, weil in Wittenberg an der Stadtkirche eine Judensau hängt draußen. Eine Sau ist eine Darstellung aus der Zeit vor Luther, schon aus dem 14. Jahrhundert. Da hängen Juden an den Zitzen einer Sau und der Rabbiner guckt ihr in den After. Also eine Schmähskulptur an einer Kirche. Und das war schon, wie gesagt, vor Luther da. Ich finde richtig, was die Stadtkirchengemeinde getan hat, 1988, also schon vor der Wende. Sie haben unter diese sogenannte Judensau in Anführungsstrichen eine Zeder aus Israel gepflanzt und eine Platte in den Boden eingelassen, auf der mit einem Kreuz drin, wo die Steine drauf sind, wie eine jüdische Grabplatte, auf der steht in Hebräisch und auf Deutsch, dass mit den 6 Millionen ermordeten Juden, mit jedem ermordeten Juden in Deutschland, der Name Gottes in Deutschland geschändet wurde. Ich muss sagen, persönlich finde ich, das ist ein guter Umgang damit. Wir können nicht allen Antijudaismus von den Wänden holen und sagen, das ist damit alles weg. Sondern wir müssen uns dieser Geschichte stellen. Ich finde das gut. Ich finde, das gehört nicht in ein Museum, sondern wir müssen uns auseinandersetzen. Es gibt ja auch ein Thema, jetzt können wir alle Glocken, auf denen irgendwie Hakenkreuze sind, alle entfernen. Ich meine, das ist unsere Geschichte und wir müssen uns der Geschichte stellen. Ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist in Wittenberg, weil wir es einbezogen haben in den Dialog auch mit den Muslimen. Und wenn ich eine Herausforderung sehe für die Zukunft, ist die Frage, wie wir in einen Dialog kommen. Christen, Juden, Muslime in unserem Land, aber auch weltweit. Ich will Ihnen ein Beispiel dazu nennen. Hier in Berlin soll ja ein House of One entstehen. Und es ist noch nicht finanziert, deshalb ist es noch nicht da. Wir haben es in Wittenberg in klein nachgebaut. Das soll ein
und einen Begegnungsraum geben, von dem ab eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee gehen, wo die Gemeinden einzeln feiern und einen Begegnungsraum haben. Das haben wir in klein nachgebaut. Es gab einen Freitag in Wittenberg, an dem haben wir morgens in diesem Raum eine christliche Morgenandacht gefeiert. Um 13.30 Uhr ein muslimisches Freitagsgebet. Es waren 140 Muslime aus Wittenberg und Umgebung da. Und abends das erste Mal Shabbat Shalom seit 75 Jahren in Wittenberg. Für mich war das ein sehr besonderer Tag, weil wir zusammen waren, immer in Respekt dabei waren, wenn die anderen gefeiert haben. Und gleichzeitig doch ein großer Friede davon ausging. Wir wollen in Frieden zusammenleben, das war das Signal. Ich denke, wenn wir fragen, was aus